Hallo zusammen und herzlich willkommen bei uns im Garten-Gemüse-Kiosk. Heute geht es um Tomaten. Genau genommen um kleine Tomaten, um Snack-Tomaten. Wir zeigen euch in diesem Video, welche Tomatensorten wir in der Größe angebaut haben, welche unsere Favoriten sind, auch vom Geschmack her. Und vielleicht ist ja auch die eine oder andere Anregung für euch dabei, hoffe ich zumindest. Also, die Kamera war natürlich wieder dabei und das können wir uns jetzt anschauen. Viel Spaß! Die Big Sweet Cherry haben wir schon ein paar Jahre im Programm. Die ist sehr fest, aber dennoch weich, aber widerstandsfähig so. Ich mache mal den Nöppel ab, schneide die mal in der Hälfte durch. Ich finde, das ist so eine Kirschtomate, die ein bisschen größer ist, sehr fest ist. Die ist knackiger. Was die anderen Tomaten bisher nicht so hatten, die ist so wirklich so knackig. Ich kann mir auch vorstellen, dass die bei Kindern ganz gut ankommt, weil die mehr so einen Knackeffekt hat. Black Cherry. Die andere ist Black Sweet Cherry, die heißt Black Cherry. Schauen wir mal. Die ist auch schon aufgeplatzt hier, als ich den Stecker reingemacht habe. Die ist sehr saftig. Auch wieder etwas bunt, auch von der Farbe her. Geht schon fast ein bisschen ins Lilane, Rot-Lilane. Probieren wir mal. Ich finde, die ist süßer als die eben. Vielleicht liegt das ja auch am Reifegrad. Also eben, die war ein bisschen knackiger. Die Sweet Cherry, Big Sweet Cherry. Und die Black Cherry ist noch süßer, aber nicht ganz so knackig. Und sehr saftig. Weiter geht es mit der, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, aber ich glaube, es heißt Prune Noir, französische. Die ist ein bisschen länglicher, ein bisschen eierförmiger, sehr dunkel. Ist oben etwas dunkler, aber auch vom Rot her in der Tomate dunkler. Schneiden wir die auf. Die ist auch innen drin ziemlich dunkel. Viel Fruchtfleisch. Wirkt jetzt etwas fester, aber dennoch saftig. Die Schale ist mir persönlich ein bisschen zu hart für eine Tomate. Geschmacklich, ja, fruchtig, fest, aber ich glaube, die brauchen wir nicht nochmal. Ist nicht so unsere Welt, oder? Nee, irgendwie, die fliegt wieder raus. Das ist ein schönes Spiel, Tomaten degustieren. Kann man auch gut, glaube ich, mit Freunden oder Verwandten machen. Wir haben noch eine dunkle, und zwar die Black Cherry Zebra. Die ist von ihrer Farbstruktur hier auch etwas gestreift. Vielleicht kann man das sehen, wie so ein Zebra. Dunkelrot und dann so dunkelgrüne Anteile. Ich mache auch mal hier den Knöppel da weg. Schneiden wir mal auf. Ich schneide die aber nochmal so auf. Ja, guck mal. Die sieht gut aus. Ganz dunkel, ganz saftig. Nochmal. Feste Schale, knackig. Geschmacklich okay, saftig, fruchtig. Ich glaube, ich bin jetzt einfach auch verwöhnt von dieser ganzen Auswahl hier. Was sagst du? Ganz gut? Okay. Mit einem ganz gut geht's weiter. Die kleine Zwergtomate, das sind die, die wir in den Hängetöpfen haben, die Kinder ganz gerne mögen. Die wachsen sehr stark, da sind immer viele dran. Die kann man immer ganz gut naschen. Die schmecken. Die schmecken sehr mild, sehr saftig, fruchtig. Haben jetzt nicht so einen riesen Eigengeschmack, sind aber
Klassische, kleine, schnelle Naschtomaten. Die Schale ist teilweise ein bisschen hart, aber insgesamt ist das so eine Klassiker-Tomate, oder? Ja. Schön in den Hängetöpfchen. Das ist eine schöne Naschtomate. Kommen wir mal zu den gelben. Hier haben wir eine White Cherry. Die ist aber gar nicht white. Und wir haben erst gedacht, vielleicht muss die länger am Strauch bleiben, aber die wird nicht weiß. Also die bleibt so hellgelb. Schneiden wir die mal auf. Die sieht auch von innen gelb aus. Die ist reif. Kommt auch saftig daher. Die White Cherry, die aber gelb ist. Probieren wir mal. Hier. Die ist super. Die ist mega süß. Die ist voll lecker. Die ist knackig. Die Schale ist mittelhart. Die ist sehr saftig. Also eine ganz tolle Tomate, die White Cherry. Kommen wir zur vorletzten. Auch das ist eine gelbe. Und zwar die Brandywine. Die ist so ein bisschen birnenförmig, so länglich, dattelförmig oder ja, birnenförmig. Die hat ein intensiveres Gelb als die White Cherry. Also die ist schon gelb-orange. Schneiden wir die auch mal auf. Kommt auch eher weich und fruchtig daher. Mal gucken, wie sie schmeckt. Die schmeckt schon, kann man sagen, mehlig. Kann man sagen, mehlig bei. Ja, die schmeckt ein bisschen mehlig bei Tomaten, als Tomate jetzt. Vom Geschmack her auch sehr mild. Die Schale ist nicht fest, eher mild. Mir persönlich ist sie jetzt ein bisschen zu mild. Also, wenn man milde, mehlige Tomaten mag, dann ist es genau das Richtige. Aber für uns ist es, glaube ich, jetzt nicht so die richtige. Spannend, interessant, die mal im Anbau gehabt zu haben, aber ist nicht unsere Tomate. Kommen wir zu unserer letzten Tomatensorte. Die haben wir bekommen, als wir eine Yacon getauscht haben. Das ist eine Johannisbeertomate, da habe ich ein Sternchen drauf gemacht, weil die wird nicht ausgegeizt und die wächst im Freiland. Also die wird total buschig und hat ganz viele von diesen kleinen Tomätchen dran, die viele Tomaten dran hat, habt ihr ja gesehen. Und die ganz viele kleine auch dran hat an den Rispen. Ich glaube, die zerschneide ich jetzt nicht. Oder doch? Komm, eine zerschneiden wir mal. Um mal zu schauen, wie die von innen aussieht. Saftig, fruchtig, kleine Kernchen. Aber der Gärtner kriegt trotzdem eine ganze. Ich esse auch eine ganze. Die schmecken wie Trauben, wie so Früchte, ne? Also für eine Tomate, die ist sehr süß. Das ist, glaube ich, eine gute Kindertomate. Die ist süß, die ist nicht knackig, die ist saftig. Die ist aber auch mild und die Schale ist überhaupt nicht hart. Ja, ich würde sagen, wir sind durch. Was für eine Vielfalt dieses Jahr wieder. Eine ganz schöne Menge, die wir da dieses Jahr angebaut haben, ne? Aber ihr kennt das selber, wenn ihr Tomaten anbaut. Man kann nie genug haben und man entdeckt auch immer wieder neue Sorten. Apropos, was sind denn eure Lieblings-Snack-Tomaten? Schreibt uns doch mal die Sorten mit unten in die Kommentare. 2016, Tomatenanbau. Wir haben natürlich noch ein bisschen was verlinkt, falls ihr es nicht schon gesehen habt. Einmal hier oben, wie wir unsere Tomaten gepflegt haben dieses Jahr, damit die auch so eine schöne, reichhaltige Ernte gebracht haben. Und einmal hier unten den Teil 1 2016, wie wir die angebaut haben. Also, wir freuen uns auf eure Kommentare und dann heißt es guten Appetit und bis zum nächsten Video. Tschüss!